Uruguay mit der besseren Ausgangsposition mit 2 Punkten. Kamerun nur ein Zähler. Und dann aber doch vom Start weg hier gleich mit guten Aktionen, auch wenn es meistens Einzelaktionen waren. Frank Ohansa, der Mann mit dem schick rot gefärbten Haar, malträtiert da ein bisschen den Rasen von El Campín hier in Bogotá im Hauptstadtstadion. Aber das war die erste gute Gelegenheit, schön durchgesetzt gegen 3-4 Gegenspieler. Der Mittelstürmer, der Afrikaner. Genauso agil, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, ein bisschen eleganter ist der 19er. Chris Mbondi, und der legt auf für Emmanuel Mbondo in der 28. Minute. Schön gespielt hier. Der Pass von Ohansa. Mbondi hat das Auge und Mbongo hat den Fuß dran. Auch hier wieder ging das zu schnell für die Abwehr der kleinen Celeste. Also durch die Mitte Kamerun zum Erfolg gekommen. Und auch hier fast wieder die besseren Gelegenheiten in der ersten Phase dieses Spiels. Ganz klar für die Afrikaner. Frank Ohansa, der diese Unsicherheit da, den Stellungsfehler von Salvador Ischazzo, des uruguayischen Keepers, nicht ausnutzen kann. Die Urus nur bei Standards manchmal ein bisschen gefährlich. Hier der Versuch von Diego Polenta. Ansonsten konnte sich 2-3 Mal auch Adrian Luna mit langen Bällen, mit Freistößen oder Eckball-Varianten auszeichnen. Das war auch nochmal Luna hier, Polenta, der Kapitän. Mann mit der Nummer 3 hier. Und da hatten sie ein bisschen Glück. Die Uros natürlich, der Ball abgefälscht. Genau in die andere Seite des Tores. Und gerade noch vorbei. Wäre das 2. Eigentor gewesen von Kamerun. Chaya, der 13er, der auf der Bank sitzt noch, der hat ja schon mal getroffen. Und auch sie hinten, also immer mal wieder so mit Aussetzern. Da muss Jean Ifala das erste Mal Kopf und Kragen riskieren, weil sich Oyongo und Yaya nicht einig sind. Gegen Fernando Rodriguez, und ein wenig später dann die Szene haben wir auch gesehen, natürlich, die zur gelben Karte führte von Leandro Cabrera. Diese Freistoßchance. Also alles in allem sicherlich die besseren, die klareren Chancen auf Seiten der Afrikaner, aber entschieden.